Hallo und willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal was Neues wieder vorstellen, was ich mir halt zugelegt habe für meinen Zoom H5. Wenn ihr wisst oder meinen Kanal verfolgt, habe ich ihn ja schon genug vorgestellt, den Zoom H5. Und der hat ja von Zoom eine Wechselkapselfunktion. Da kann man verschiedene Mikrofonkapseln drauf montieren. Und ich habe ja, wenn ihr meine Videos verfolgt über den Zoom, ich habe ja, das war ja dabei, dieses XY-Mikrofon. Und ich habe mir dann noch ein anderes XY-Mikrofon gekauft, das ist etwas größere von Zoom. Und aber weil ich das mitbekommen habe, ja, die sind zwar ganz okay, aber wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, auf eine Kamera montiere, sind doch noch zu viele Nebengeräusche zu hören. Und da gibt es ja von Zoom. Oder es gibt sogenannte Richtrohrmikrofone oder Shotgun-Mikrofone. Und ja, es hat natürlich auch Zoom ein Angebot, zwei Stück. Eins davon ist ein Mono, das andere ist ein Stereo, ein Mid-Side-Mikrofon, aber in Shotgun-Optik. Und das möchte ich euch mal vorstellen. Da haben wir es, das Zoom SSH6, ein Stereo-Shotgun-Mikrofon mit einem Windschutz ist mit dabei. Ja, das ist schon mal sehr schön. Und das war jetzt runtergesetzt auf Amazon, sonst kostet dieses gute Stück, wenn man sich überlegt, es ist ein sehr teures Mikrofon, wie ich finde, an die 140 Euro. Und es war dann auf 116 Euro, ja, dann hatte ich noch ein paar Geschenkcodes jetzt, wo von Weihnachten und so noch über. Da habe ich mir dann roundabout, hat es mich dann 98 Euro gekostet, ist auch noch viel Geld für so nur eine Mikrofonkapsel. Ihr braucht ja dann noch diesen H5-Rekorder oder den H6-Rekorder, um halt das auch zu verwenden zu können. Und das ist dann doch schon ein sehr kostspieliges Mikrofon, wo ich sage, okay. Aber ich habe halt mitbekommen, wenn man halt vor der Kamera steht, nicht immer möchte ich ein Lavalier-Mikrofon dran knallen. Oder eben halt die anderen nehmen dann zu viel Schall, diese XY-Mikrofone. Ja, und da habe ich mir halt gedacht, ich nehme mal ein Shotgun-Mikrofon oder ein Richtrohr-Mikrofon, ja. Und hier sogar in der Stereo-Ausführung, also mit und seit Kapseln. Und hier seht ihr nochmal, für was es ideal ist, also für Videos, klar. Und hier seht ihr noch dieses, ihr könnt noch diese Umgebung mit rein machen, wollen, ziehen, ja immer. Wir schauen es mal, wie es ausschaut drinnen, wie es verpackt ist. Ja. Nicht gerade ganz günstig, der ganze Krempel, wenn man sich überlegt, mein Gott, heutzutage fangen jüngere Leute an, ohne den ganzen Scheiß, und haben damit Erfolg. Und der Ton geht klar, bei mir ist es irgendwie, ich weiß nicht, ich bin immer entweder sehr, wo ist es hin? Ach hier, sehr, ja, wie soll ich sagen, ich bin immer mit meinem Ton immer nicht so zufrieden, ich möchte immer ein ganzes Optimum haben. Optimales Bild, optimalen Ton, das ist irgendwie das Wichtigste, wie ich finde. Natürlich, der Inhalt ist auch nicht schlecht, ja. Bei mir ist es halt nicht so der Fall. Bei mir ist der Inhalt scheißegal, aber der Rest muss stimmen. Ja, okay. Ja, hier haben wir eine deutsche Betriebsanleitung. Ich habe das schon mal auf Deutsch mal umgeblättert. Ich hatte das schon mal ausgepackt, das Mikrofon, weil ich wissen wollte, ob das okay ist. Ich hatte ja schon mal von Testcam ein Mikrofon gehabt, da war drin die Kapsel locker, deswegen wollte ich das nochmal probieren, ob alles hier ein I.O. ist. Ihr seht hier schon die Aufteilung, super Niere, ja. Dann könnt ihr es halt dann runterschalten, also hier könnt ihr es ja alles ausmachen. Da habt ihr dann, wie soll ich sagen, nur ein ganz normales Richtrohrmikrofon. Dann könnt ihr halt noch das zuschalten, die Seiten. Ja, ihr könnt halt auch das Stereo-Umfeld mit dazu nehmen. So, also ihr müsst dann, euer Tonbearbeitungsprogramm muss dann dieses MS mit drin haben. Kann man ja runterladen, geht alles, kein Problem. So, hier haben wir noch einen Windschutz, ja, eine Dead Cat oder wie ich das Ding immer nennen mag. Ein ganz normaler Windschutz. Wird hier mit Gummi befestigt. Und jetzt schauen wir uns das Mikrofon mal an. Es ist hier mit einem, ja, so einem Schutzbeutel umwickelt. So. Dann gucken wir mal. Ja, sehr hübsch. Ja, ein Richtrohrmikrofon. Eine lange Röhre, wo man halt richten kann. Also ihr seht ja schon, links, rechts, wie auch so ein analoges Cinch-Kabel, links ist weiß, rot ist rechts, ja. Und hier vorne ist die Mittenkapsel. Also wir haben hier mit und seit, ja. Haben wir drin, hier haben wir eben halt die Empfindlichkeit, können wir regeln. Das Mikrofon ist alles aus Metall, also das ist alles aus so,
ja, Metallkörper, ist kein Plaster, alles aus Metall. Und wurde ihm halt dann an meinen Suben H5 einfach dran gemacht. Ich tue immer hier noch die Dinger hier reindrücken, wenn ich die Orientierungsraster mache ich immer noch. So. So ist es dann dran. Ein ganz schön langes Gerät. Ja, das ist dann auf der Kamera vorne drauf und ja, sollte dann wohl tonmäßig dann besser sein, wenn man gerade davor steht und eben halt alleine ist, ist das schon so ganz ideal. Ja, ein Richtrohrmikrofon und wir werden jetzt mal gleich eine Tonprobe hören. Ja, ich sag schon mal, bis gleich. So, ihr hört mich jetzt von den Zoom SSH6 Shotgun Stereo Mikrofon. Ich habe jetzt nur die Mittenkapsel aktiviert, also wie man es halt auf der Kamera dann hat. Ein absolutes Richtrohrmikrofon, wo halt der Ton dann nur frontal daherkommt. Ich werde jetzt mal langsam die Seiten mit dazu nehmen und da werdet ihr ja schon hören, wie dann sich die Atmosphäre eventuell ändert. So, ich habe jetzt mal die Seiten mit dazu genommen und zwar habe ich die auf 0 gemacht, also auf neutral. Man kann sie eben halt dann auf minus 24 und dann auf Ausschalten halt machen. Da habt ihr dann halt nur die Mittelkapsel. Jetzt haben wir eben halt die ganzen drei Kapseln aktiviert. Ja. Also ein Mit-Seiten-Mikrofon. Es hört eben halt links eben halt noch ein bisschen was. Es hört ihr rechts noch ein bisschen was. Und ihr hört eben halt in der Mitte dann alles. Und ja, mehr oder weniger. Und jetzt werde ich halt dann nochmal alles mit, wie soll ich sagen, auch die Seitenkapsel mal hoch alles aufdrehen. Und dann werden wir gleich wieder hören, wie sich denn das alles so anhört. So, jetzt habe ich alles ja hochgedreht, aber nicht in RAW, sondern halt ganz normal noch. Ja, da habt ihr jetzt die Mittelkapsel und die anderen Seitkapseln auf plus 6 dB. Und jetzt hört ihr halt links halt ein bisschen was. Jetzt hört ihr rechts ein bisschen was. Rechts, links, rechts, Mitte. Ja, also so ist dann halt so mehr Atmosphäre zu hören. Ja, und ihr habt ja halt ein Stereo-Signal. Und das wohlgemerkt als Richtrohrmikrofon, ein Shotgun-Mikrofon. Ja, das war's vom Zoom SSH6. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, sorry, dass ich euch keine technischen Daten sagen konnte zum Mikrofon, welcher Frequenzgang, welche Größe der Kapseln verbaut sind, weil da findet man bei Zoom irgendwie keine Angaben. Ja, aber dennoch, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Digga Yoshi und tschüss.